Ich hatte einfach Spaß daran, zu gucken, wie weit ich gehen kann, wie weit ich kommen kann und wo meine Grenzen sind und wie ich vielleicht auch einfach über meine Grenzen hinaus wachsen kann. Das Geilste natürlich, weil du einfach Handball spielen kannst. Und wieder vorwärts, Jenny Behrendt. Ich heiße Jenny Behrendt, spiele auf Rechtsaußen bei der SG BWM Bietigheim. War auch tatsächlich ganz, ganz früh klar, dass ich das machen möchte. Das war immer mein Traum, Nationalmannschaft zu spielen, den Adler auf der Brust zu tragen. Und ja, es gab schon einen kleinen Moment. Ich habe damals mit meinen Eltern zusammen ein Spiel von der deutschen Nationalmannschaft geguckt und mich hat das einfach so gefesselt. Und ich stand tatsächlich vor dem Fernseher und habe die Hymne ganz laut mitgesungen und habe mich umgedreht und zu meiner Mutter gesagt, Mama, da will ich hin. Und für mich war es dann einfach klar, okay, das ist mein Weg, mein Traum und das möchte ich erreichen. Ich hatte so viel Spaß daran, immer mehr zu machen, dass ich gesagt habe, okay, kann ich nicht dann noch zum Training kommen? Kann ich nicht das Training auch noch mitnehmen? Kann ich nicht noch mehr machen? Was muss ich tun, um schneller zu werden? Kann ich einen extra Laufplan haben? Kann ich einen extra Kraftplan haben? Und ja, wenn du das dann wirklich auch so umsetzt, du natürlich aber auch die passenden Trainer dafür hast, die dich unterstützen und du dann merkst, okay, ich werde besser, es bringt mir trotzdem aber weiterhin Spaß und der Erfolg kommt dann, ja, das motiviert dich natürlich immer mehr, um dann dran zu bleiben. Und mit dem Schritt nach Bietigheim kann ich jetzt zum ersten Mal auch sagen, ich bin Vollprofi. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, nebenbei zu arbeiten, sondern ich kann mich zu 100% auf den Handball konzentrieren. Und das bringt mir unheimlich viel Spaß. Und für mich ist es einfach Leidenschaft und Emotion. Wenn ich auf dem Handballfeld stehe, dann ja, und ich ein Tor schmeiße zum Beispiel, dann kann ich alles rausschreien. Und ich muss mich da nicht verstellen, das kommt von ganz alleine. Und es bringt mir einfach immer noch nach all den Jahren, okay, ich bin noch nicht so alt, aber einfach immer noch sehr, sehr viel Spaß. Da freut sie sich zurück.